Moin liebe Leute, herzlich willkommen bei Top Trading Cards. Was geht ab bei euch? Heute gibt es eine Fortnite-Tindose. Ja, eine Collectors-Tindose ist für unsere Maßstäbe wenig und geht schnell. Aber das ist nur ein Überbrückungsvideo, bis die nächste Bestellung, die wir gemacht haben, ankommt. Fatpak-Displays sind im Anmarsch, nochmal 3-4 normale Displays. 8 oder 10 Mega Blaster Boxen, das ist in meinen Augen das beste Produkt aus dem Fortnite Trading Card Serie 1 Zyklus. Ja, und da wisst ihr Bescheid, da kommt auf jeden Fall noch mal was. Also lasst uns die Tin angucken, denn die Tin hat es auch in sich. Tin ist auch richtig nice. Ich habe euch auch unten drunter noch mal verlinkt, wo ihr die Tin, die Fatpak Displays und alle Produkte wirklich am besten, am günstigsten kaufen könnt, wo sie euch schnell zugeschickt werden. Der Service ist wirklich super. Wer Bock hat, klickt mal auf den Link. Also, Trading Card, find one bonus epic in every box, 6 packs per box. Die Geschichte ist wieder ganz einfach erzählt. Die versprochene Karte, da muss man Glück haben, dass es eine gute Epic ist. Und in den 6 Boostern ist es auch wie immer. Am besten hat man irgendwas richtig Korrektes. 18 plus 6, ihr erinnert euch, es funktioniert also. Jetzt Shells, das ist auch Standard, früher schon immer gewesen, war jetzt lange nicht, dass es während eines Videos Shells, aber heute ist es soweit. Lasst uns beginnen. Fortnite Collectors Tin. So, dann hört ihr jetzt wahrscheinlich unseren Postboten, der eine extrem laute Stimme hat. Und mein Bruder, der Vollhorst, lässt auch noch die Tür auf. Gut, Mission Specialist, Card Nummer 222. Da haben wir sie, die Epic Foil vom Mission Specialist. Diese, 222. Dann die 6 Packs, wir beginnen sofort. Ohne große Umschweife und ziehen Ravage Legendary im ersten. Oh, wenn die jetzt noch voll gewesen wäre. Legendary Ravage im ersten. Nice. Dann wie immer Rare. Come on. Viele von euch schreiben, dreh die Karten noch um. Da können Foil zwischen sein. Das ist totaler Mumpitz. Ich habe mehrere hunderte Booster, vielleicht sogar 1000 geöffnet. Nicht einmal war eine Foil dazwischen. Wenn ich dann lese, ey du Hurensohn, dreh die Karten um, da könnten Foil zwischen sein, dann sage ich euch nur, wenn ihr keine Ahnung habt, dann beleidigt nicht noch die Leute, sondern informiert euch erst, bevor ihr euch beleidigt, weil das dann auch peinlich gegenüber euch selbst. Also das will ich nur sagen. Damit macht ihr euch ja selber zum Horst und keinen anderen. Auch wenn ihr vorhabt, mit der Beleidigung mich zum Horst zu machen, das ist wie ein Bumerang. Der kommt zurück. Gut. Haben wir das aber auch geklärt. Legendary im allerersten. Nice. Rare Outfit Heartbreaker. Karte Nummer 188. Also diesmal nur eine Rare. Ich zeige euch auch aber auch nochmal hier. Foilmäßig ist da nie was. Das sind Commons und Uncommons. Die Foil, die es gibt, die liegt oben auf. Und die schauen wir uns sofort immer an. Weiter geht's mit Pack Nummer 3. 3 aus 6. Wieder nur Rare Outfit Infiltrator. Karte Nummer 174. Komm, wollen wir mal nicht so sein und legen die Rares hier hin. Das ist unser Standard-Gedöns. Im nächsten Pack dann die Kartennummer Sidewinder 239 Epic, immerhin. Also, Epic Foil, die beiliegt. Legendary, 2 Rare, jetzt eine Epic. Ist eine gute Tint, kann man nicht sagen, denn da kommt ja auch noch der Circuit Breaker hinterher. Und im ersten Pack müsste ja auch noch eine Rare gewesen sein, oder? Oder? Wir haben doch die Legendary gezogen. Ja, da ist er. Brilliant Striker. Nice. Gut, 2 Packs immer noch am Start. Die Ausbeute aus der Tin bisher schon echt sehenswert. Wir machen weiter. Mit Karten Nummer 186, der Firewalker Rare. Sieht aber mega geil aus, finde ich. Und im letzten Pack Fortnite Trading Cards Serie 1. Ah, ich mach auf und dann ist so eine kleine Lücke und ich lint schon. Ja, Foil oder irgendwie so. Fortune Card Nummer 172. Zack.
Aber dennoch, Leute, also man hat ja dann immer noch so einen Stapel an Common, Uncommon und so weiter. 1, 2, 3, ich glaube, eine Epic voll liegt immer bei, diese. Dann eine Epic, eine Legendary und der Rest gute Rares. Ich denke, das hier ist als Ausbeute aus einer Tin absolut in Ordnung. Das ist das Übergangsvideo gewesen, ihr wisst auch warum. Die Fatpack Displays, die normalen Displays und eine ganze Menge an Megaboxen sind unterwegs. Und die werdet ihr dann hier sehen. Also wir machen mit Fortnite vorerst mal weiter und ich hoffe, euch gefällt das. Also schreibt mir ein paar Kommentare. Ihr habt gesehen, ich schreibe euch meistens zurück, wenn es in Ordnung ist. Und Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Bei der Hitze aktuell schwierig, aber macht das Beste raus. Ich bin raus, peace out, macht's gut und haut da rein.